danke für die Einführung. Ja, nach Hessen, Hamburg und was war das noch? Sachsen gehen wir jetzt nach Niedersachsen und Berlin, an die Leuphana und an die TU Berlin, wo Alina und ich zusammen im Projekt Food Lab Home, Klimabildung zur Reduktion häuslicher Lebensmittelabfälle arbeiten, gefördert vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative. Und warum wir uns mit dem Thema Lebensmittelabfälle beschäftigen, wird, glaube ich, relativ klar, wenn wir uns mal anschauen, wer weltweit die größten Emittenten sind. Nämlich an erster Stelle China, an zweiter Stelle die Vereinigten Staaten von Amerika und an dritter Stelle wäre das tatsächlich schon Lebensmittelabfall, wenn wir Lebensmittelabfall mal als Land verstehen und das ist aufgrund dieser Dimension, glaube ich, ganz passend, dass mit 4,4 Gigatonnen CO2-Äquivalenten jährlich noch vor großen Emittenten wie Indien oder Russland liegt. Aber auch in Deutschland hat es sehr große Relevanz, denn jedes Jahr schmeißen wir 18 Millionen Tonnen Lebensmittel in den Abfall. Und 36% davon entstehen im Leben im Privathaushalt, weswegen wir uns im Projekt eben mit der Reduktion häuslichen Lebensmittelabfalls beschäftigen. Was dabei entstanden ist, ist ein Bildungskonzept, das aus drei Projekttagen, drei Doppelschulstunden besteht, die über einen Zeitraum von mindestens 3 Wochen umgesetzt werden können und im Rahmen dessen SchülerInnen dann ihre Lebensmittelabfälle bezüglich der Mengen und Gründe sowie mögliche Reduktionsstrategien erforschen können. Das heißt, diese Feld- oder Forschungsphase sind in diesem bläulichen, türkisen Ton unterlegt, während die drei Projekttage hier in grün unterlegt diese Feld- und Forschungsphasen vorbereiten oder dann eben die Daten, die dort entstanden sind, evaluieren und interpretieren. Das Ganze wird gestartet zu Beginn mit einem interaktiven Einstieg ins Thema Lebensmittelabfall und Klimakrise und abgerundet am Schluss mit einem gemeinsamen Kochen, wo tatsächlich das Ziel ist, absolut keine Lebensmittelabfälle zu produzieren. Welche Tools und Materialien im Rahmen dieses Projekts noch entstanden sind, die ihr, ich hoffe, das Duzen ist okay, auch nutzen könnt, wird euch jetzt Alina zeigen. Ja, danke Fabian. Ich stelle jetzt, wie gesagt, die Bildungsmaterialien vor. Dabei fangen wir mit dem Food Waste Tracker an, der entwickelt wurde, um den SchülerInnen die Messphasen so ja, angenehm und unkompliziert wie möglich zu gestalten. Beim Food Waste Tracker können die Abfälle eingetragen werden, indem die Lebensmittelkategorie ausgewählt wird und das Gewicht der Lebensmittel angegeben wird. Mit diesen Daten werden die Lebensmittelabfälle dann in CO2-Äquivalente umgerechnet. Um das Ganze noch alltagsnah und greifbarer darzustellen, wird außerdem angegeben, wie vielen Tassen gekochten Tee der Treibhausgasausstoß entspricht und in wie viele Stunden Brennzeit einer LED-Lampe er sich übersetzen ließe. Es können außerdem auch Gruppenprojekte angelegt und ausgewertet werden. Da sieht man jetzt ein Beispiel auf der nächsten Folie. Da können dann auch die Gruppenwerte innerhalb eines gesetzten Zeitraumes und die häufigsten Gründe für das Entstehen der Abfälle analysiert werden. Das Bildungsangebot richtet sich aber nicht nur ausschließlich an Gruppen, denn auf unserer Website können auch Einzelpersonen verschiedene Online-Module besuchen. Hier gibt es dann zum Beispiel informative und niedrigschwellige Texte, Videos und Quizze rund um das Thema Lebensmittel- und Klimaschutz. Für Lehrkräfte ist im Food Lab Home Handbuch der gesamte Aufbau des Projektes mit allen Aufgaben und Gruppenübungen aufgeschlüsselt. Das Handbuch kann ganz einfach heruntergeladen werden oder im gebundenen Format bei uns kostenfrei bestellt werden. Wir stellen außerdem auch sehr viel Lehrmaterial zur freien Verfügung, zum Beispiel PowerPoint-Präsentationen, Arbeitsblätter, thematisch passende Spiele und vieles, vieles mehr, alles, was man für die Durchführung des Projektes gebrauchen kann. Ja, das war's auch schon mit unserem kleinen Pitch. Schaut doch einfach mal auf unserer Website vorbei, wenn ihr euch für das Projekt interessiert. Nehmt auch gerne Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns über den Austausch. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart.